Hallo ihr Lieben, um die beliebte Einkaufsreihe fortzusetzen, Holz Drogerie, Holz Food, mache ich jetzt ein Haul, dies und das, Kleinigkeiten. Ich habe gestern in der Stadt, das ist immer so, wenn man nichts will, findet man komischerweise ganz nette Sachen für relativ wenig Geld. Das teuerste war das Kochbuch. Also ich werde es jetzt einblenden, dieses entzückende Teilchen, was ich hier anhabe. Das ist ein Overshoulder, so ein Kleid, was man normal, also wie so ein Carmen-Kleid tragen kann oder eine Seite über die Schulter ziehen. Ist so ein leichtes Hängerchen für den Sommer, wenn es warm ist und man nicht zu viel Stoff auf dem Leib haben möchte. Oder am Strand oder wo im Garten. Das ist ein Teilchen von H&M. Das war nicht reduziert und kostete unreduziert 9,99 €. Dachte ich mir, okay, das nehme ich jetzt mit. Das ist so ein leichtes, schönes Hängerchen. Farbenfroh, kann man schön kombinieren mit ein bisschen Schmuck. Und ich habe so ein paar Holzohrringe drin. Ist nichts Weltbewegendes, aber es kommt ja darauf an, wie man so ein preiswertes Teil stylt. Das kann man ja ganz gut. Man hat ja selber auch schöne Sachen, schöne Schuhe oder einen tollen Hut dazu oder wie gesagt schönen Schmuck. Wollte ich euch nicht vorenthalten. Also das gibt es noch zu kaufen, in, glaube ich, in einer anderen Farbrichtung noch. Aber ich fand das wirklich sehr, sehr süß. Und das war H&M. Dann habe ich bei Depot gekauft zwei von diesen Pareo-Tüchern. Das eine wird jetzt eingespielt. Das ist allerdings nicht für mich, das kriegt meine Mama, nur ich wollte es euch mal vorführen. Ich dachte, das wäre so feine Baumwolle, ist es aber nicht. Das ist recyceltes Polyester, hätte ich nicht gedacht. Und dann noch so ein buntes, sehr farbenfrohes, ich mache das mal auf. Ist hübsch verpackt mit so einer Kordel, kostet 8,99 €. Hat auch sehr schöne Farben, das ist für mich gedacht. Kann man, diese Leichentücher kann man sich über die Schulter legen am Abend, wenn es ein bisschen kühler ist. Oder wie gesagt, so ein Pareo oder als Rock binden. Oder auch als Halstuch oder um den Kopf. Ich fand auch dieses Muster sehr schön. Gibt es noch bei Depot zu kaufen. Die haben das sehr schön dekoriert. Mit so einer Beach-Ecke, jeweils hier in Frankfurt. Und da sind diese Tücher so zusammengerollt, alle in so einem schönen Korb drin. Da gibt es noch zig andere Farb- und Mustervariationen. Ich dachte, ich gebe euch mal den Tipp, vielleicht wohnt ihr in der Nähe von dem Depot oder vielleicht kann man das ja auch online bestellen. Diese Tücher von Tüchern kann man eigentlich nie genug haben. Ne? Man kann mit die Tücher sind so vielseitig einsetzbar. Man kann die auch als Tischdecke nehmen. Im Garten, keine Ahnung. Also ne? Der Möglichkeiten, unzähligen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. So, dann habe ich mir gekauft für, um Eiswasser oder Fruchtwasser, natürliches Fruchtwasser zu machen. Meine Karaffen, ja, die waren immer nur so ein Liter, also für einen Liter passte da rein und ich suchte eine große, bauchige Vintage-Wasserkaraffe. Gar nicht so einfach. Vielleicht findet man die auf dem Flohmarkt, also ich bin in verschiedenen Geschäften gewesen, in Kaufhäusern, in Porzellangeschäften, beim Loray war ich gewesen und dann habe ich, beim Depot habe ich auch nichts gefunden. Ich habe so eine Vintage-Kanne gesucht, ist natürlich Quatsch, findet man nicht, aber ich habe doch im Vintage Glasstil. Diese bauchige Kanne umfasst 2,5 Liter. Will ich mal 2,5 Liter passen da rein in diesem recycelten grünlichen Altglas. 14,99 €. Fand ich total klasse. Ich freue mich sehr darüber, zumal ich so grünliche Lampertgläser habe und da passt das hervorragend dazu. Dann war ich noch beim Douglas und musste mir ein Backup kaufen von meinem Barmenorals. Powder, Original Powder Foundation, Farbe Golden Beige 13. Es gibt ja sehr viele Farben. Ich habe ja nun mehrere Tests mit Mineral Foundation gemacht und eins unter anderem auch ins Netz gestellt. Ich komme wieder zu der zurück. Die kostet 29 €. Oder wenn man sie bei QVC, gibt es ja immer diese Angebote auch. Da wurde ich auch schon darauf hingewiesen von euch. Lieben Dank dafür. Ich habe mit meiner ein Jahr, also ich wirklich ein Jahr, man reicht damit ein Jahr. Gut, wenn ich jetzt mehr benutze, ich benutze ja mal sehr wenig, vielleicht ein halbes Jahr. Aber also der Preis, das Preis-Leistungs-Verhältnis, das stimmt völlig überein. Und ich bin damit happy. Und ihr wisst, ich bin ja nicht so, ich habe jetzt nicht hunderttausende Foundation. Und ich mag nun mal diese Puder-Foundation, weil das so wunderschön mit der Haut verschmilzt. Und man dieses No-Make-up-Make-up-Gefühl hat. Und egal ob Sommer, Winter, Herbst, Frühjahr, ich liebe sie einfach. Also musste ich wieder kaufen. Und bei der Gelegenheit habe ich nochmal so bei Bobbi Brown vorbeigeschaut und dachte mir, Mensch, diese Longwear Cream Eyeshadows, die sind einfach geil, ne, in diesem Gläschen.
Und du brauchst irgendwie eine Farbe, dachte ich mir, so eine Farbe, die eigentlich gar keine Farbe ist. Man sich schminkt, aber trotzdem ungeschminkt aussieht und die gleichzeitig ein Primer ist. Es ist so verpackt, die kosten um die, weiß ich nicht, 25 Euro oder so. Ich weiß es nicht. Ich gucke nochmal genau nach. Ja? Sind in so einem sehr schönen Gläschen. Kann man gut verschrauben, hält also sehr lange. Und die Farbe ist völlig unspektakulär, vor allem auch wie sie heißt. Sie heißt Zement. Ich habe sie auch auf den Augen drauf. Zement. Ich halte sie jetzt mal in die Kamera. Die ist gerade jetzt für mich, ist auch wasserfest, also kann man schön. Und sie schützt eben auch das Augenlid. Ne? Deshalb wollte ich irgendwie so ein Eyeshadow, was auch eine Base ist. Ich hatte einen, bei dem habe ich dann benutzt, diesen Shore, weil der ist jetzt leer. Und ich brauchte einen neuen, der jetzt nicht glänzend ist, also kein Shishi. Ne? Und da kam mir diese Farbe sehr gelegen. Die hat noch so einen Golden Sand und Honey Sand. Also richtig schöne Farben gibt es wieder mal bei Bobbi Brown. Zement ist jetzt nichts Neues. Aber die habe ich mir gegönnt, weil die kommt auch mit in den Urlaub. Und wenn ihr Interesse habt, mache ich auch vor dem Urlaub noch gerne ein Video darüber, was ich so in mein Kosmetiktäschchen einpacke. Das wird nicht viel. Ein bisschen wird es schon. Also wenn ihr Bock drauf habt, schreibt es mir einfach in die Kommentare, ob ich so ein Video darüber noch machen soll, weil ein paar Videos kommen ja noch. So, dann war ich beim Hugendubel und bin dort reingekommen und das war auch so sommerliche, die haben auch so sommerliche Tische aufgebaut und ein sommerlicher Tisch, der hieß nur Hello Sunshine, genau wie dieses Buch von Laura Dave, das ist auch Blanc Ballet Verlag, schönes Cover. Ich werde nämlich mehrere Bücher mitnehmen und ich fand das Thema, was dort angesprochen wird, sehr spannend. Ich lese mal vor, ja. Also, du bist mein Sonnenschein, auch wenn der Himmel voller Wolken ist. Sunshine, so heißt wohl die junge Frau, lebt ihren Traum. Mit ihrer YouTube-Kochshow und ihren Lifestyle-Büchern begeistert sie Millionen von Fans. Sie ist einfach die Person, mit der jeder gern befreundet wäre. Noch dazu hat sie einen Traummann geheiratet, den Architekten Danny, der ihr bei allem treu zur Seite steht. Alles scheint perfekt, bis ausgerechnet an ihrem 35. Geburtstag herauskommt, dass die hochgelobten Rezepte aus der Show gar nicht von ihr sind. Die Fans sind empört und Sunshine sieht nur einen Ausweg. Sie verlässt New York City, um in einem kleinen Küstenstädtchen noch einmal von vorn zu beginnen. Ja, das ist natürlich scheiße, ne? Wenn man sich mit fremden Federn schmückt. Aber auf das Buch freue ich mich. Das hat mich angesprochen. Das ist so Strandkorblektüre. Ich bin übrigens sehr optimistisch, muss ich sagen. Ne? Ich fahre ja nicht ans Mittelmeer oder in die Karibik. Ich fahre in die Ostsee und bin so auf Sommer eingestellt. Aber da das bis jetzt ja so wundervoll war, dieses Wetter, denke ich mir, dass es im August auch noch so sein wird. Und wenn nicht, habe ich Pech gehabt. Aber ist egal. So, und dann, da schleiche ich auch schon eine Weile drum rum, weil ich bin ein großer Fan von Jamie Oliver und seinen Kochkünsten und vor allem, wie er seine Kochshows präsentiert. Es ist einfach göttlich, diesem Mann zuzuschauen, wie der erzählt, wie der kocht, wie der sich selbst, also wie er hingerissen ist von seinen Köstlichkeiten und wie das alles so präsentiert wird. Das finde ich wahnsinnig ansprechend. Ich mag auch Tim Melzer. Den habe ich auch schon persönlich kennengelernt. Der ist auch ein toller Typ. Also Tim Melzer ist wirklich ein ganz klasse Typ. Aber es ist schon ein bisschen anders. Also es ist eine andere Liga. Also Jamie Oliver ist schon ein absolutes Highlight für mich. Und das ist dieses Superfood für jeden Tag. Da sind so geniale Sachen drin. Ich sag's euch. Ich achte zwar auf meine Ernährung, aber manchmal gehen einem ja auch so die Ideen aus. Ne? Da weiß man nicht, also was esse ich denn heute, ne? Oder was mache ich denn? Man hat doch nicht immer so die Lust. Ne? Und, aber der, vor allem hat er diese so schnelle Rezepte, das finde ich so sympathisch, dass er so schnelle Rezepte uns präsentiert. Ja, ich habe überlegt, ob ich vielleicht ab Herbst auch so ein paar, ob ich mal so ein paar Koch-Sessions so einlege. Warum eigentlich nicht, die schnell gehen? Also jetzt nicht stundenlang. Einfach so ein paar kleine Köstlichkeiten vorstelle, die man in den Alltag wunderbar mit einbauen kann. Ist eigentlich auch eine Idee. Man muss ja irgendwie mal weitersehen. Man kann ja nicht immer nur schminken. Und vielleicht so ein bisschen, um so ein bisschen Abwechslung in diesen Kanal mal zu bringen. So, ihr Lieben, ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht. Ich habe euch ein paar Anregungen geben können. Also Depot ist immer ein Besuch wert und auch Butlers. Ich bin total erstaunt, was es bei Butlers ist. Ist ja ein bisschen preiswerter als Depot. Da gibt es so
schöne Sachen. Es ist unglaublich. Also man kann ja ständig irgendwas kaufen. Ne? Man muss wirklich aufpassen, dass man nicht in so einen Kaufrausch verfällt. So, man braucht ja, eigentlich braucht man ja nichts. Man hat ja fast alles. Aber so ein paar Kleinigkeiten. Zumal ich, wie gesagt, auch für meine Mama was gesucht habe, die nicht mehr alleine einkaufen gehen kann. Und immer wenn ich sie besuche, dann bringe ich ihr irgendwas mit, so klamottenmäßig, auch so ein bisschen Modeschmuck oder mal eine Handtasche oder so. Und da freut sie sich, weil wir Frauen sind doch einfach, auch wenn man jetzt aus dem Leben ein bisschen gerissen worden ist, also nicht mehr so aktiv sein kann, ist man trotzdem doch noch Mode interessiert und modebewusst. Und das sollten wir Frauen immer sein. Und man kann mit wenigen Mitteln wahnsinnig viel machen, aus so einem Outfit das auch aufpeppen. So, lange Rede, kurzer Unsinn, ihr Süßen. Ich wünsche euch wie immer einen wundervollen Tag. Seid besonders gut zu euch und bis bald. Ciao.